Du hast mir vor 4 Jahren gesagt, es gäbe die große Liebe nicht mehr. Weißt du noch, Dave? Bist du heute noch derselben Ansicht? Vor 4 Jahren hast du selber zu mir gesagt, dass man die Liebe nicht finden würde, wenn man nicht danach sucht. Was sagst du heute, Dave? Sag etwas, Dave. Antworte mir. Was machen wir dann beide hier mitten in der Nacht auf einem menschenleeren Bahnhof? Was tun wir hier, Dave? Antworte mir. Ich will eine Antwort auf diese Fragen. Sag mir. Wohin willst du, Dave? Ich will eine Antwort. Sag es mir. Gib mir eine Antwort, Dave. Antworte mir. Ich muss es wissen. Sag es mir. 18. März 2002. 18. März 2002. Da bist du mir zum ersten Mal begegnet. Ich weiß sogar noch die genaue Uhrzeit, Maya. Und seit dem Tag habe ich das Gefühl, ich würde dich schon eine Ewigkeit kennen. Ist das die Antwort auf deine Frage? Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ja. Von diesem Bahnhof nimmst du jeden Tag den Zug um 16.38 Uhr. Meiner geht um 16.27 Uhr. Und jeden Tag lasse ich meinen Zug wegfahren. Nur um noch ein paar Augenblicke länger bei dir sein zu können. Ist das die Antwort auf deine Frage? Dave. Auch wenn wir uns jeden Tag auf dem Bahnsteig verabschieden, begleiten mich die Gedanken an dich, wohin ich auch gehe. Wolltest du das hören? Dann bedenke allerdings auch, ich bin ein verheirateter Mann, Maya. Vielleicht hast du vergessen, dass du einen Mann zu Hause hast. Wir beide sind verheiratet und darum frage ich dich. Was suchen wir hier mitten in der Nacht? Oh, Bingo. Bingo, ich glaube, ich habe die Antwort. Hör sie dir an. Das wolltest du doch von mir hören, ja? Hör dir die Antwort an. Ich liebe dich, Maya. 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 Und du liebst mich auch.